Leute, in diesem Video habe ich alle exklusiven Ranked-Änderungen in Season 17. Dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network, wo ich Mitglied bin. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe in Season 17 schon einen fetten Einblick gehabt vor wenigen Wochen, konnte mit den Devs quatschen bzw. chatten und so weiter, Fragen stellen. Uns wurde eine Menge gezeigt und jetzt habe ich die Ranked-Änderung für euch. Wer das Video von gestern nicht gesehen hat, dort rede ich ausschließlich über alles, was Season 17 betrifft, was sich ändert, was nichts mit Ranked zu tun hat. Deswegen jetzt die Ranked-Änderung. Vergesst nicht, zum Start von Season 17 bekomme ich wieder 3 fette Coins in Höhe von 6700 Coins, die ich verlosen kann. Ihr müsst auf jeden Fall abonnieren, kommentieren und so weiter. Aber das erst, wenn ich das im Video auch klar sage, dass es heute eine Verlosung gibt. Einfach nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass es demnächst wieder was zu gewinnen gibt. Also abonniert am besten jetzt schon, damit ihr nichts mehr verpasst und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt direkt an mit den Ranked-Änderungen. Und ich kann vorab schon mal sagen, die Devs haben gesagt, es bleiben für dieses Jahr nicht die einzigen Ranked-Änderungen. Und die, die jetzt kommen, werden schon ganz geil. Da hier und da ein bisschen Fachchinesisch auf Englisch dabei war, hoffe ich, dass ich alles gut verstanden habe. Gerade auf den Skill basierend, das Matchmaking ändert sich und das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Wir fangen aber einfach mal an. Das neue Matchmaking nennt sich Hidden Skill Rate. Hidden Skill Rating, es ist quasi wirklich auf Skill basierend, nennt sich MMR und soll Gegner im Ranked finden, die weniger deinem Rang, sondern deinem tatsächlichen Skill entsprechen. Ich verstehe das so, bist du jetzt von mir aus auf Platin unterwegs? Könnte es sein, dass du trotzdem auf Dia-Spieler oder eben auf Silberspieler triffst, weil sie ungefähr deinem Skill entsprechen? Und wir erinnern uns, vor einigen Jahren gab es eine Änderung, dass wir zum Beispiel, ich spiele jetzt in einer Goldlobby und baller jemanden weg, der Dia ist, dann kriege ich für diesen Kill mehr Ranked-Punkte, als wenn ich auf Gold einen Bronze-Spieler platt mache, dann kriege ich weniger Punkte. Übrigens nennen sich die Ranked-Punkte jetzt nicht mehr RP, sondern LP, Leiterpunkte. Wir klettern quasi eine Ranked-Leiter hinauf. So wurde es grob erklärt. Ob und wie das genau funktioniert, dass das zuverlässig funktioniert, dass wir wirklich Gegner finden, die unserem Skill entsprechen, wie das das Spiel in einem Algorithmus rauskriegt, es wurde nicht erklärt. Ich bin gespannt, ob es richtig funktioniert. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und falls es dann in Season 17 so ist und ihr euch nicht erklären könnt, warum ihr als Goldspieler gegen Dia-Spieler spielen müsst, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall schon mal warum. Die Frage ist, funktioniert es richtig? Und das hoffe ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Kill-Gap bleibt unberührt. Das heißt, jeder Kill bringt gleich viele Punkte. Und das ist nämlich das, was jetzt dazu kommt. Wir bekommen LP für Kills, für die Platzierung, für MMR-Performance, euer Spielstil. Habt ihr herausragende Leistungen in einer Runde gemacht, wo ihr schon krass gematcht wurdet? Es kann ja mal sein, dass eine Runde ist, wo die Gegner einfach zu heftig waren, was aber meiner Meinung nach schon wieder ein kleiner Widerspruch ist, weil ja eigentlich Gegner auf meinem Skill gesucht werden. Wir müssen es mal abwarten. Das wurde auf jeden Fall so erklärt. Das klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt kommen wir zu den Kosten pro Match. Und das ist eine Änderung, die ich tatsächlich begrüße. Wir haben, egal ob auf Bronze oder Predator, wir haben immer dieselben Punkte zu bezahlen. Das heißt, wir starten eine Runde mit minus 35, egal welchen Rang du hast. Es wird immer so bleiben. Falls es für immer so bleibt, sagen wir es mal so. Minus 35, Platz 14 plus bedeutet minus 35, beziehungsweise minus 35. Schaffst du Platzierung 11 bis 13, bekommst du nur noch minus 30. Platz 9 bis 10 bist du bei 0. Und das ist schon mal ganz geil. Platz 7 bis 8 bekommst du 15, Platz 6 30, Platz 5 45, dann auf Platz 4 55 Punkte, Platz 3 70, Platz 2 95 und als erster 125 Punkte. Plus natürlich das, was du noch krasses Tolles in deiner Runde gemeistert hast. Es wird keinen Split mehr geben. Das ist eine richtig, richtig, richtig geile Änderung. Ich hätte es euch gerne gestern schon gesagt, das ist aber eine offizielle Ranked-Änderung. Deswegen konnte ich es leider nicht erwähnen. Wir wissen, das habe ich euch gestern gesagt, unsere Map-Rotation wird auch in Ranked so sein. Stormblade und Broken Moon sind raus. Wir haben Kings Canyon, World's Edge und Olympus.
Es wird aber, das habe ich gestern auch gesagt, es wird ein fettes Mid-Season-Update geben. Und das Mid-Season-Update könnte wahrscheinlich eine andere Map wieder in die Rotation bringen. Es gibt aber keinen Split mehr. Das heißt, wir werden nicht mehr zurückgestuft in keiner Season. Das heißt, erst bei einem Season-Wechsel werden wir zurückgestuft. Was leider nicht gefragt und dementsprechend leider auch nicht beantwortet wurde, wie weit werden wir beim Season-Wechsel zurückgestuft? Ich gehe davon aus, bei einem Split waren es 1,5 Ränge oder 1,5 Ränge. Also gehe ich davon aus, dass wir 3 Ränge zurückgestuft werden. Das heißt, 12 Divisionen. Beenden wir quasi die Season auf Dia 4, werden wir auf Silber 4 zurückgestuft. So denke ich es mir. Alles andere macht keinen Sinn. Dann, und das finde ich auch sehr geil, das ist unter anderem, warum das Matchmaking ein bisschen verändert wurde, auch weil wir Cheater oder weil Respawn den Cheatern den Garaus machen will. Eben weil wir Gegner versuchen zu bekommen, die auf unserem Skill sind. Ein Cheater allgemein ist irgendwo utopisch. Ein Cheater hat vielleicht irgendwelche Wallhacks, macht 50.000 Kills pro Runde, wird also hoch geratet. Es soll den Cheatern so verhindert werden, dass sie irgendwo weit unten die Leute abfacken können, um gute Runden zu bekommen. Schlechtere Gegner. Das soll das verhindern. Ranked-Beitritt erst ab Level 50. Richtig gute Änderung. So soll das Smurfen ein bisschen erschwert werden. Finde ich auf jeden Fall eine geile Änderung. Und wir können Kills nicht mehr farmen. Es gab in Season 16 ein Riesenproblem. Mobile Respawn-Beacon waren craftbar. Die neue Legendenklasse, Support-Legenden konnten Teammates craften und so weiter und so fort. Und es wurde tatsächlich Platz 1 Predator, ich glaube auf den Konsolen, die haben sich zusammengeschlossen mit mehreren Teams und das wurde aufgezeichnet, das wurde gespottet, wie dumm die sind und haben da eben sich immer gegenseitig runtergeschossen, gerespawnt und haben da tausende von Punkte gefarmt. Das ist nicht mehr möglich. Du kriegst nur noch Punkte, Rankpunkte oder Leiterpunkte, wie es ja jetzt dann heißt, für Unique Kills. Das heißt, du tötest einen Mate. Die Gegner spawnen den Teammate wieder. Killst du denselben wieder, kriegst du dafür keine Punkte. Ist nur fair, muss ich sagen. Wie das aber aussieht, wenn ein Teammate jetzt denselben tötet. Keine Ahnung, aber du kriegst ja schon Assist-Punkte oder eben Team-KP. Müssen wir mal sehen. Das ist auf jeden Fall aber eine gute Sache. Ich denke, es ist keine falsche Änderung. Das sind alles samt eben Methoden, um den Cheatern den Garaus zu machen und allgemeine Änderungen eben auch, um Cheater schneller zu detekten, mehr Zeit zu haben, die zu detekten und vor allen Dingen auch schneller zu bannen. Das waren die Ranked-Änderungen. Leute, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Das sind auf jeden Fall geile Änderungen. Schreibt in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Für die Gewinnspiele nur auf YouTube. Ganz wichtig. Das war's von mir. Ciao.